Willkommen beim Whisky-Nerd. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Da hat er gleich ein Paket in der Hand. Am Freitag angekommen von lieben Lothar. Der hat mir ja ein Paket geschickt. Der war ja auf der Whisky-Messe in Erfurt. Und hat mir ein schönes Paket geschickt. Von einer schönen Schaubrennerei. Dazu werde ich dann natürlich ein eigenes Video machen. So, noch ein paar Süßigkeiten für die Kinder sind da mit dabei. Und dann, ich habe schon gesehen, was ganz was Cooles. Hat mir der liebe Lothar hier geschickt. Ein schönes Whiskyglas von der Whiskymesse. Tarona von der Whiskymesse von Erfurt. Ein schönes Whiskyglas von der Messe. Dankeschön, lieber Lothar. Dann noch ein paar Süßigkeiten. Noch was zum Naschen. Ein Quatsch. Und einen Whisky hast du mir da mitgeschickt. Nur weil ich da nicht ganz schlau. Ist das jetzt hier ein Whisky von dieser Schaubrennerei? Oder was anderes? Vielleicht kannst du mir das nochmal schreiben, lieber Lothar, bevor ich den probiere. Und eine kleine Finanzspritze hat er mir okay. Vielen lieben Dank, lieber Lothar. Du hast ja geschrieben hier, dass hier auch der Indie dabei war. Also ihr zwei wollt, dass ich hier diesen Whisky probiere. Aber bitte schreib mir nochmal dann in die Kommentare, was für ein Whisky das hier ist. Da steht leider nichts drauf. Ob der jetzt von dieser Schaubrenner weiß, würde mich interessieren. So, jetzt sitze ich hier mit einer Schachtel. Die stellen wir mal darüber jetzt. Ja, das geht so schon. Nochmals vielen lieben Dank für das Paket und für die Geschenke. Die Kinder werden das gleich natürlich vernichten, die paar Süßigkeiten. Und jetzt starten wir durch. Heute sind wir wieder mal in Österreich, in Osttirol. Bei der Naturbrennerei Quenz. Und wir haben hier einen Single Malt Whisky, den Sherry Cask Finish. Kommt immer in einem Batch heraus. Ich habe ja schon einige Batch probiert. Und das hier ist das Batch Nummer 9. Und besser konnte das Jahr für die Brennerei gar nicht beginnen. Also mit diesem Batch Nummer 9 haben sie heuer, ich glaube Ende Jänner, Anfang Februar, haben sie in New York mit diesem Single Malt Doppelgold gewonnen bei einer Blindverkostung bei der 50 Best in New York. Nicht schlecht. Dachte ich mir natürlich, ein Doppelgold Kandidat aus Österreich, der muss natürlich auch beim Whisky Nerd bestehen und habe da gleich einmal eine kleine Flasche bestellt. Und wie ihr seht, habe ich jetzt schon einiges probiert, seit er bei mir ist. Und er ist wirklich lecker. Diese Flasche kostet 32,90 €. Der halbe Liter kostet 60 Euro und so ein kleines Sample kostet 6,90 Euro. Ich habe in letzter Zeit schon mehrere Batch davon probiert. Das letzte war gleich Batch Nummer 7. Schaut einfach in die Playlist zur Brennerei Quenz oder auch unterwegs in Österreich. Ich habe die Destillerie auch besucht. Vielleicht verlinke ich auch gleich alle Videos unter mein Video, dann findet ihr sie schneller. Und hat ja nicht wieder eine wunderschöne Farbe. Jetzt muss ich nochmal schauen, ob ich das auch jetzt ohne Brille lesen kann. Wie viel? 43%. Es geht auch ohne Brille. Zum Whisky selbst, glaube ich, brauche ich nicht mehr viel sagen. Ich habe ja jetzt schon mehrere Batch probiert. Falls ihr noch mehr Infos möchtet oder auch mehr über die Destillerie erfahren wollt, schaut einfach in die älteren Videos. Die Destillerie ist ja schon seit über 400 Jahren, glaube ich, in Familienbesitz. Jetzt regiert gerade die 12. Generation, Florian und Johannes. Und jetzt bin ich schon wirklich sehr gespannt, wie er heute sein wird. Also bis jetzt hat er mir sehr gut gefallen. Und noch zu diesem 50 Best.
Das war eine Blindverkostung, ja. Das war eine große Jury. Die haben da Whiskys aus Frankreich, Dänemark, Indien, Schweden, Japan, Peru habe ich gesehen, Tasmanien, Wales und England. Also eine große Anzahl an Ländern und eben auch Österreich war hier der einzige Vertreter, die Coensbrennerei. Und haben da wirklich Doppelgold gewonnen. Mehr war da auch gar nicht möglich als Doppelgold. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, wie dieser Rauchkofel Single Malt Whisky Batch Nummer 9 heute jetzt mich verwöhnen wird. Und wie auch schon in den letzten Tagen, wie ich ihn probiert habe, eine wirklich schöne, süße Nase. Es geht hier Richtung braunen Zucker, Vanille. Das hat schon was von einem gerösteten Marshmallow. Kommt Honig. Da kommen natürlich Trockenfrüchte wie so Rosinen, aber es, durch diese Süße, das geht schon so Richtung Rumrosinen. Orangenschalen. Dann hat er eher mehr was von Limetten, jetzt keine Zitronen, aber Limetten. Bisschen Zimt. Hat er wirklich eine sehr schöne Nase. Dann habe ich immer so ein bisschen so einen Jasmin-Tee dabei. Sehr schön. Probieren wir mal. Schöner Antritt. Karamell, Vanille, Honig. Die Trockenfrüchte sind da. Die Orangenschalen sind da. Hier sind es dann auch ja, gebrannte Mandeln. Nussig. Bisschen Tabak, aber dann jetzt zum Abgang hin kommt dann so ein cremiger, schöner Mokka. Entschuldigung. So, kurz. Verschluckt. Der ist so schön. Hat mit Batch 7 eigentlich nichts gemeinsam. Ich habe ihn probiert. Ich habe ja Batch 7 da drin. Da steht zum Beispiel noch der Boardcast. Dahinter steht sogar Batch Nummer 4, glaube ich. Aber von Batch Nummer 7 habe ich auch so ein kleines Flascherl. Aber haben eigentlich nichts gemeinsam. Batch Nummer 9 ist wirklich um einiges besser. Sag ich jetzt schon mal. Dieser braune Zucker, diese Vanillesüße, sehr schön. Und jetzt beim zweiten Mal, da kommen jetzt auch dann ein bisschen so diese hellen Weintrauben mit dazu. Honig. Rumrosinen. Gebrannte Mandeln. Ach, das ist schön. Dann eben diese Orangenschalen. Bisschen Limetten.
So dieser Jasmin-Tee. Und dann Hauch Zimt. Sehr schön. Probieren wir noch ein zweites Mal. Wirklich Karamell, Vanille, Rosinen, vielleicht so richtig so eine schöne reife Mango sogar. Orangenschalen, Limetten. Könnten auch Walnüsse sein, ja. Und Walnüsse, dann kommt wieder schön dieser cremige Mokka. Und was ich noch mit so drin habe, ein bisschen einen Abgang, das erinnert mich so an diese, Lavendelblüten in diese Richtung. Wenn ihr das kennt, das ist auch so leicht herb, so ähnlich wie Rosmarin schmecken diese Lavendelblüten, wenn ihr das kennt. Sehr schön. Kinder spielen unten im Wohnzimmer. So, was werde ich denn geben? Für mich persönlich einer der besten, was ich bis jetzt von Q1 hatte. Wie ich gehört habe, dass der Doppelgold gewonnen hat, musste ich den einfach probieren. Eine plus 2. Für diesen sehr schönen Single Malt Whisky. Schön. Also Batch 9 ist ja wirklich, wirklich sehr gut gelungen, muss man sagen. Schnell zuschlagen, bevor das nächste Batch dann kommt. Es ist halt immer Batch abhängig. Einmal besser, einmal schlechter, aber Batch 9 ist wirklich für mich persönlich bis jetzt das beste Batch, was ich probiert habe. Nehmen wir wieder der Jasmin-Tee. Verschluckt. Ja, Trockenfrüchte. Wie gesagt, eine schöne Mango, eine Reife. Orangenschalen, Limetten, Rosinen. Dann kommt ein bisschen dieser Lavendelblüten und am Ende wird es schön cremig, ein schön cremiger Mokka. Wunderschön. Vielen lieben Dank, Lothar. Bitte schreib mir nochmal, was da jetzt genau für ein Whisky drin ist. Würde mich dann interessieren, bevor ich das Video mache, dass ich auch weiß, welchen Whisky ich da probiere. Ob nächsten Sonntag ein Video kommt, kann ich euch nicht versprechen. Da ich nächste Woche auf der Whisky-Messe in Graz bin, von daher wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Bei Whisky Night. Ciao.